Ich stelle Ihnen heute vor, der Titel ist Der Mengenaustausch mit OXRA und IFC. Jetzt ist das für jemanden, der sich vielleicht bei der Infrastruktur nicht so auskennt, beziehungsweise auch nicht so tief drin ist, ein Thema, was machen wir eigentlich? Letztlich geht es darum, dass vor allen Dingen bei Infrastrukturobjekten sehr große Mengen anfallen, sehr große Mengen beispielsweise an Erdmassen. Und die müssen letztlich irgendwo abgerechnet werden. Letztlich geht es da um ganz viel Geld, was dahinter steckt. Und letztlich sind solche Geschichten aber auch im Vorhinein zu planen. Wir wollen ja unter Digitalisierung und unter BIM, sagen wir, planen erst virtuell und danach in der Realität. Und das heißt im Grunde genommen, wir müssen das einfach auch mal am Computer simulieren. Und darum geht's. Und bei solchen Geschichten spielen natürlich immer Datenformate eine ganz relevante Rolle. Deshalb steht da auch OXRA, für die, die ihn nicht kennen, das ist der Objektkatalog Straßenwesen, und IFC, Industry Foundation Class, ist letztlich das Austauschformat, was über Building Smart entsprechend für die Modellübergabe genutzt wird. Ich habe das nicht alleine gemacht, oder wir haben es nicht alleine gemacht. Der Co-Autor sitzt hier vorne in der ersten Reihe, das ist Stefan Jaut. Freut mich, dass du auch gekommen bist. Und jetzt wollen wir ihm mal vorstellen, was wir gemeinsam da auf die Bühne gebracht haben. Ganz grundsätzlich geht es um den Anwendungsfall Mengenberechnung. Und Sie sehen es schon auf dem Foto, letztlich ist es so, dass der Entwurf in einem Autorensystem durchgeführt wird, egal wie das heißt. Und der muss übertragen werden an eine entsprechende Software, wo ich ein Leistungsverzeichnis einerseits mit Mengen, andererseits aber natürlich auch mit entsprechenden Stützpreisen vergebe oder vervollständige, sodass letztlich eine, entweder Mengenberechnung, aber auch Kostenschätzung, Kostenberechnung nach AKVS passieren kann. Und jetzt ist da dieser graue Würfel in der Mitte und der soll eigentlich einfach nur sagen, okay, wie übergebe ich das denn nun? Einerseits, was übergebe ich? Wie sehen die Mengen aus? Andererseits aber natürlich auch letztlich, in welchem Datenformat mache ich das? Wie kann ich das tun, sodass das mein Empfängersystem tatsächlich auch versteht? Wir haben angefangen mit dem OXRA. Warum OXRA? Weil diese neue Richtlinie, die REB 22001, und die ist tatsächlich mit Respekt bzw. unter Bezug auf die Digitalisierung, auf die BIM-Methodik neu entstanden, weil die dort entsprechend schon mal umgesetzt worden ist. Für die Leute, die es nicht kennen, wenn man OXRA mal mit einem IFC vergleicht oder mit Building Smart ist, dann ist das ziemlich ähnlich, weil genau das Ziel vom OXRA wurde auch durch IFC verfolgt, nämlich ein hersteller- und produktneutraler Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. Und es war, und es ist auch bei IFC zumindest nie die Anfangsintention gewesen, dass man sagt, bitte übergebe solche Daten, die man tatsächlich dann auch ohne Verlust weiter bearbeiten kann. Sondern hier geht es tatsächlich um die Prüfung, das heißt um ein entsprechendes Referenzmodell. Wenn Sie mich fragen, was der Unterschied ist zwischen OXRA und IFC, dann ist das relativ einfach. OXRA ist einerseits begrenzt auf den deutschen Sprachraum, das muss man ganz klar sagen, andererseits aber auch begrenzt auf das Straßen- und Verkehrswesen. Stellen Sie sich das wie ein Baum vor, OXRA ist ein Tiefwurzel, weil es tatsächlich ganz viele Aspekte entsprechend des Straßen- und Verkehrswesens bis hin in den Betrieb beinhaltet, während dem IFC eher der Flachwurzler ist. Das heißt, an der Stelle, ich habe eben halt nicht nur das Straßen- und Verkehrswesen, sondern habe alle Bereiche des AEC-Businesses, mal in Neudeutsch ausgedruckt, also alles, was über Architektur und Ingenieurwesen kommt, abdeckt. Sie können sich ungefähr vorstellen, dass sich das natürlich auch im Datenvolumen, das heißt im Speicherverbrauch, deutlich bemerkbar macht. Kommen wir zu unserem OXRA. Wie ist das umgesetzt worden? Und es ist tatsächlich schon glücklicherweise umgesetzt worden. Einstieg aber vielleicht zwei, drei Worte zum REB 22001. Ich hatte es gesagt, das ist neu entstanden und dort wurden auch entsprechend neue Fachobjektarten gebildet. Und zwar sind das jetzt an der Stelle, ich kann es leider nicht mit dem Laserpointer zeigen, aber fett geschrieben ist es, das sind diese entsprechenden Punktlinien, Flächen und erstmals tatsächlich auch im OXRA Volumenobjekte. Also damit gelingt es, 3D-Volumen im OXRA-Datenformat zu übergeben. Letztlich gilt das nicht bloß für die Infrastruktur, das gilt eigentlich für das gesamte Bauwesen. Also es ist mit Sicherheit nicht nur anwendbar für die Infrastruktur. Ein etwas tieferer Blick, es geht um Austausch von diesen entsprechenden geometrischen Objekten zur Mengenberechnung. Es läuft weiter, dass diese geometrischen
Objekte mit einer oder mehreren Mengenangaben übergeben wurden. Und das macht es notwendig, dass eben neben diesen vier Fachobjektarten auch noch entsprechende andere Definitionen getroffen wurden. Und das ist das sogenannte Fachobjekt-Mengengruppe. Das macht eigentlich nichts weiter, dass das Objekte gleicher Art zusammenfasst, summiert und damit dann eine entsprechend einheitliche Menge ausgibt für diese eine Mengenobjektart. Vorteil aber, die einzelnen Objekte werden separat ausgewiesen. Also das ist an der Stelle der große Vorteil und die ganze Geschichte ist dann an ein entsprechendes Zielsystem zu übergeben. Und bei dieser Übergabe müssen wir natürlich auch daran denken, dass wir natürlich beim Zielsystem überprüfen müssen, okay, was passiert denn dort? Heißt, letztlich wird in dem Zielsystem genau das, was im Quellsystem gemacht worden ist, nochmal überprüft. Das heißt, nochmal neu berechnet und gegen entsprechende Schwellen, gegen zu große Toleranzen oder zu große Abweichungen überprüft. Und genau die Summen der Mengen werden da noch entsprechend gebracht, die innerhalb einer Mengengruppe sind. Also das heißt, das ist schon eine ziemlich komplexe Prüfung, die innerhalb dieses Datenformates dann auch in dem Zielsystem passiert. Wie sind wir an der Stelle vorgegangen? Und da muss man sagen, eigentlich kann Deutschland froh sein, dass es den OXTRA hat. Weil die Idee, die wir hatten, war folgende. Lasst uns doch bitte den OXTRA nutzen. Die Definitionen, die Sie hier in den UML-Diagramm sind, sind letztlich nichts weiter als für IFC ein sogenanntes IDM, Information Delivery Manual. Das heißt, da drin steht ganz direkt, welche Informationen in diesem Datenformat vorhanden sein müssen. Und Sie sehen das sehr schön oben links, das entsprechende Geometrieobjekt. Und ich hatte es Ihnen schon gesagt, wir haben als Arten der Geometrieobjekte das Punktobjekt, das Linienobjekt, das entsprechende Flächenobjekt und das Volumenobjekt. Und jetzt kommt die Mengengruppe zum Tragen. Die einzelnen separaten Objekte innerhalb dieser Objektgruppen werden in dieser Mengengruppe zusammengefasst. Und rot geschrieben sehen Sie dort mal die entsprechenden Eigenschaften. Also Beispiel die Summe der Objekte, die in einer Gruppe drin sind. Die entsprechenden Flächen, und zwar einmal die tatsächliche Fläche, aber genauso gut die projizierten Flächen. Und dasselbe gilt dann auch für die Längen bzw. für das entsprechende Volumen. Jetzt ist es so, dass diese Mengendefinitionen definiert sind in einem allgemeinen OXTRA-Objekt und es neben diesen Volumenberechnungen, die ja im Grunde genommen die Mengenberechnungen als Ergebnis zeigen, entsprechende Metadaten, die sich auf die Berechnung der ALB beziehen, ebenfalls noch mit enthalten sind. Und Sie sehen da auch ein paar entsprechende Parameter bzw. Eigenschaften vom Kastenträger über beispielsweise eine Auftragsnummer oder eine ganz konkrete Bezeichnung. Wenn man das durchgeht, sind das also unsere Geometrieobjekte da oben, unten die beiden Fachobjekte, wir haben unsere Mengengruppe und wir haben an der Stelle unsere Metadaten. Eigentlich genau das, was vorher in der Folie beschrieben worden ist. Wenn man dieses UML-Diagramm quasi in Programmierer gibt, dann weiß der, was er zu tun hat, dann kann er das umsetzen. Jetzt müssen wir das Gleiche quasi auf IFC machen. Und da stand schon die Frage, lässt sich das überhaupt machen? Und da ist tatsächlich die Idee gewesen, und ich habe sie schon angedeutet, Leute, wir nutzen doch an der Stelle als IDM für die Definition, diese Model View Definition, tatsächlich das, was uns im OXTRA schon vorliegt. Dann soll es zur Implementierung kommen, das haben die AKG-Software gemacht, sowohl OXTRA als auch entsprechend die IFC, das heißt, das ist bei uns in der Software Vestra schon enthalten und Yahoo IT hat es dann an der Stelle auf Qualität geprüft. So ist der allgemeine Vorgehensweg und letztlich, wenn wir die Idee mal haben, wir haben an der Stelle genau unsere entsprechenden Fachobjekte. Diese entsprechenden Fachobjekte, die im OXTRA schon vorhanden sind, die müssen wir natürlich mit Leben füllen. Das steht in den entsprechenden Richtlinien. Hier ist mal ein Ausdruck vom Deckblatt der AEB-Verfahrensbeschreibung. Und letztlich war nichts weiter, das zu tun, als das in diesem gemeinsamen Workflow umzusetzen. Jetzt passiert das natürlich nicht bloß auf der Seite des Entwurfes, genauso natürlich auf der Seite des Leistungsverzeichnisses. Das ist an der Stelle der Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen beide Seiten betrachten. Einerseits das, was im Autorensystem passiert, andererseits muss es so sein,
dass die Sachen dann auch von einem Zielsystem in einem Leistungsverzeichnis erkannt werden können. Und die letzte Geschichte ist genau das, was wir Ihnen gezeigt haben. Bitte machen Sie an der Stelle die IDM draus als Grundlage für die MVD. Das ist jetzt der eigentlich spannende Schritt, aber Sie werden merken, der Schritt ist eigentlich, wenn man ihn konsequent geht, gar nicht so kompliziert. Wir müssen bloß der Reihe nach und ziemlich analytisch vorgehen. Als erstes müssen wir uns mal generell mit den Datentypen befassen, die es in OXTRA gibt, einerseits, die es zum Zweiten im IFC gibt. Und das ist hier relativ einfach. Ich habe es mal hier auszugsweise entsprechend dargestellt. Sie sehen, was auf der linken Seite der Tabelle der OXTRA-Typ ist, entspricht auf der rechten Seite den IFC-Datentyp. Und das ist schon mal gut, weil ich finde, das, was im OXTRA definiert worden ist, auch in diesen ganz generellen IFC-Definitionen. Das ist mal die erste Voraussetzung, damit es überhaupt klappt. Wenn das nicht gegeben wäre, dann könnten wir aufhören, dann müssten wir sagen an der Stelle, es lässt sich schon mal per se nicht umsetzen. Wir gehen ein ganzes Stück weiter und sagen an der Stelle, okay, jetzt lasst uns bitte mal überlegen, wie man die Mengenberechnung umsetzen kann. Also das, was ich im vorigen Diagramm gezeigt habe, auch dazu wieder eine Quelle. Wir haben nämlich einfach die IFC-Konzepte, die es überhaupt gibt im IFC, mal analysiert und rausgeschrieben. Und das ist hier die entsprechende Ergebnistabelle. Und man sieht sehr schön, wir haben beispielsweise eine Besonderheit, und das ist wichtig, dass es zwei unterschiedliche Typen von Mengensets gibt, also diese Quantity-Sets. Diese Quantity-Sets sind einerseits notwendig natürlich für die Mengen der separaten Objekte für sich, andererseits aber genauso gut bezogen auf die Gruppe, entsprechend auf die Umsetzung innerhalb der Mengengruppe, damit ich mehrere Objekte entsprechend dort berücksichtige. Dasselbe, man sieht es auch sehr schön, es gibt auch hier eine Projektklassifikation unter IFC Project Classification und da kann man an der Stelle sagen, okay, das ist die Entsprechung dessen, was wir über REB gemacht haben, das, was im OXTRA umgesetzt worden ist. Auch das ist noch ziemlich abstrakt, weil man sich das entsprechend erstmal vorstellen muss. Das hat leider ein bisschen was mit der IT-Technik dahinter zu tun. Interessant ist dann aber mal das ganz konkrete Mappen. Das heißt, wir haben OXTRA-Objekte und jetzt müssen wir die an der Stelle zusammenbringen auf die entsprechenden Entitäten, die es im IFC gibt. Und das zeigt jetzt die nächsten beiden Tabellen. Und wir haben das mal ein bisschen gegliedert. Einerseits, Sie sehen es, auf das OXTRA-Objekt. Und wenn man dieses OXTRA-Objekt nimmt, dann ist das mal eingeblendet, das, was ich aus dem UML-Diagramm genommen habe, nämlich das allgemeine OXTRA-Objekt, was da drin steht, damit man das überhaupt als solches erkennt, damit es einen Identifier gibt, damit das ganz klar geregelt ist. Zum Zweiten, wir müssen auf die Berechnung gehen. Die Berechnung, erinnern Sie sich dran, da gab es die Berechnung REB, das waren die Metadaten, die drin stehen. Und wir haben im unteren Teil die entsprechenden Mengendefinitionen. Die sind überhaupt erstmal notwendig, damit wir Mengen überhaupt erzeugen können. Das ist der erste Punkt. Das geht aber weiter. Wir hatten ja noch die rechte Seite von dem Diagramm. Und da geht es an der Stelle hin Richtung Mengengruppe. Mengengruppe kommt Ihnen schon bekannt vor. Mengengruppe an der Stelle ist tatsächlich das, was auch im UML-Diagramm dort definiert worden ist, und zwar genau mit diesen entsprechenden Parametern oder Eigenschaftssätzen. Diese Parameter oder Attribute kommen dann über die Property-Sets mit rüber. Und jetzt gehen wir exemplarisch mal den Schritt hin zum Volumen-Objekt, weil das ist eigentlich das Neue, das ist das Spannende an der BIM. Und da sehen Sie hier, da gibt es auch ein entsprechendes Element, was im OXTRA vorgehalten wird, und wir können das über die entsprechenden IFC-Objekte abdecken. Das ist eigentlich genau das, wo dann wieder unser Programmierer sagt, oh toll, jetzt habt ihr mir was an die Hand gegeben, jetzt kann ich das entsprechend umsetzen. Jetzt habe ich eine Chance, das tatsächlich in einem Autorensystem in die Realität zu bringen. Und das haben wir gemacht. Und letztlich zeige ich Ihnen mal einen Workflow, der damit relativ einfach und weitgehend automatisiert tatsächlich auch ablaufen kann. Fangen wir mit einem Workflow im OXTRA an. Wir haben einen Kreisplatz. Der Kreisplatz ist ganz simpel. Letztlich ist der entstanden aus einer Drohnenbefliegung.
Wir haben den ins Westra eingelesen, haben daraus ein digitales Geländemodell gemacht, vorher natürlich die Bruchkanten eingerechnet. Und dann ist der Schritt dahin, dass wir die Dreiecke, die Vermaschungsdreiecke, klassifiziert haben. Und unter die Klassifizierung ist es dann möglich, entsprechende Volumenschichten zu definieren. Um mal zu sehen, wie sowas aussieht, haben wir das mal bei uns in den eigenen BIM-Viewer eingeladen. Den sehen Sie jetzt. Letztlich ist das der Kreisplatz im Volumenmodell. Sie können es jetzt nicht lesen, weil es dann doch zu weit weg ist. Aber in dem rechten der beiden Tabellenkästen, die da eingeblendet sind, sind genau die Attribute abgegeben, die A, die REB fordert, B, beim Oxtra-Übertritt natürlich entsprechend so umgesetzt worden sind. Jetzt ist es schön, man hört sich das ja oder sieht gerne, ich habe so eine Oxtra-Datei. Ich will aber natürlich auch wissen, was ist denn nun wirklich drin? Und dazu gibt es beim Oxtra glücklicherweise ein sogenanntes Prüfwerkzeug. Und dieses Prüfwerkzeug gestattet einerseits den Blick mal auf die Datenstruktur, das ist die linke Spalte. Wenn diese Datenstruktur übereinstimmt mit dem, was im Oxtra steht, dann haben wir schon mal ganz vieles richtig gemacht. Und wenn dann nebenbei noch die entsprechenden Eigenschaften mit den Werten stimmen, wie auf der rechten Seite, dann sieht das auch recht gut aus. Umgesetzt dann nach Kostra Pro. Das heißt, Kostra Pro gibt es einen entsprechenden Oxtra-Import und genau das wird dann übergeben. Hier ist es dann möglich, ein Leistungsverzeichnis zu bestücken und die Preise entsprechend zu vergeben. Letztlich im Ergebnis auf ziemlich einfache Art und Weise eine Kostenschätzung bzw. eine Kostenberechnung. Dasselbe im IFC, analog, selbes Projekt. Auch hier haben wir das gemacht, mal einfach exportiert. Wir haben es diesmal nicht in unserem internen BIM-Viewer gemacht, sondern wir haben es in den externen IFC-Viewer eingeladen. Auch hier auf der linken Seite von Ihnen jetzt nicht zu sehen, die entsprechenden Eigenschaften. Beim IFC fehlt jetzt derzeit noch so ein Prüftool. Deshalb einfach mal einen Blick in diese IFC-Datei mit der Lupe. Sind das die entsprechenden IFC-Elemente? Die Zahlenkolonnen sind da eher uninteressant. Aber genau dort auch der Schritt hin Richtung Kostra Pro, wo es dann entsprechend als ein Prototyp jetzt schon den IFC-Import geben wird. Ergebnisse. Einerseits muss man ganz klar sagen, diesen Prozess, den wir da erzeugt haben, den wir etabliert haben, der funktioniert. Wir haben tatsächlich also ein positives Ergebnis bekommen, weil wir die Daten auch mit dem IFC entsprechend übertragen können. Also IDM, dann dieser Model View Definition, die ich Ihnen an den Tabellen gezeigt habe und letztlich die Umsetzung nochmal ein anderer IFC-Viewer hat funktioniert. Einziges Manko an der Stelle, dass beim IFC derzeit noch solch ein Tool entsprechend fehlt. Eine Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass das natürlich eine Vorlage für weitere Anwendungsfälle sein kann. Jetzt muss man aber überlegen, und da gucke ich den Stefan ein Stück weit an, das ist eine durchaus aufwendige Arbeit. Also das ist nichts, was man so mal nebenbei tut. Und deshalb muss man schon mal überlegen, okay, wie können wir denn damit weiterarbeiten? Was wäre denn eine Option? Wir haben das nach diesem Ansatz getan. Wir haben einfach das genommen, was im Oxtra ist, haben das konvertiert nach IFC. Glücklicherweise ging es. Das war an der Stelle der Vorteil. Aber es gibt natürlich noch andere Konzepte. Extension in einer Erweiterung. Sie sehen es, da wird dieses Datenformat erweitert. Ich kann das mergen, also zusammenführen. Ist nicht immer ganz einfach. Für uns am einfachsten und wahrscheinlich wirklich auf dem, was am zukunftsträchtigsten ist, das dürfte dieses Konzept der Datenverlinkung sein. Dass ich also aus dem Oxtra hin zu IFC verlinke, das geht auch in beide Richtungen. Und damit haben wir den Vorteil, dass wir wirklich auch das Datenformat, das IFC, nicht noch zusätzlich aufblähen. Das ist also an der Stelle ein großer Vorteil. Das ist mal der Blick in die fernere Zukunft, in der nähere Zukunft an der Stelle. Was passiert weiter? Wir müssen diese MVD, REP 22001, noch vervollständigen. Da fehlen dann eben halt solche Sachen derzeit noch, wie eine vollständige Dokumentation, wie weitere Beispieldatensätze, aber letztlich auch Vorlagen, um das einerseits zu prüfen und zu zertifizieren, andererseits aber auch Vorlagen für die allgemeine Implementierung in andere Software-Tools. Zweite Geschichte, die zu regeln ist, wir haben viel mehr Richtlinien.
weitere REB-Richtlinien, OXTRA, ich habe es aufgeschrieben. Und das Dritte, und das halte ich für ganz wichtig, dass das Wissen über den Wissenstransfer zur Verfügung gestellt wird. Da fällt mir an der Stelle das BIM-Portal ein. Das können aber auch über entsprechende Datenbanken sein, beispielsweise MVDs, IDMs, IDS unter Umständen auch. Das war's an der Stelle. Vielen Dank für Ihre frühe Aufmerksamkeit, auch wenn es zugegebenermaßen am Anfang gleich ein ziemlich technischer Vortrag war. Aber für die Platzierung konnte ich leider nichts. Ein Hinweis noch, der Stefan Jaud wird einen ähnlichen Vortrag deutlich technischer angehaucht in der nächsten Woche in Marrakesch bei dem Building Smart Summit zeigen. Und ich habe gehört, dass es vereinzelt noch Tickets dafür geben soll. Also wer dem schlechten Wetter entfliehen will und in die Sonne Marokkos gehen will, der ist dazu entsprechend eingeladen. Ich glaube, Building Smart freut sich. In diesem Sinne vielen Dank und allen einen weiteren erfolgreichen Messetag. Für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung.